herzlich willkommen zu Paunetech. In diesem Video geht es um ein Thema, das ganz, ganz viele Leute betrifft, nämlich um das Thema Rückenschmerzen. Rückenschmerzen können selbstverständlich viele verschiedene Ursachen haben, aber eine der absolut häufigsten Ursachen, eine der Hauptursachen, ist mangelnde Bewegung. Das liegt einfach daran, dass wir den ganzen Tag nur sitzen und uns einfach nicht mehr genug bewegen. Und gerade sitzende Tätigkeiten sind richtig schlecht für deine Wirbelsäule. Und heute möchte ich dir ein paar Übungen zeigen, mit denen du deine Wirbelsäule mobilisieren kannst, mit denen du deine Rückenmuskeln kräftigen kannst. Und das sind vor allem Übungen, die du immer und überall machen kannst. Das heißt, du solltest sie am besten mehrmals täglich einfach in deinen Alltag einbauen. Einfach vom Schreibtisch mal aufstehen und die Übungen 2-3 Minuten lang machen. Und du wirst merken, wenn du das regelmäßig machst, dass es deinem Rücken enorm gut tut, du Rückenschmerzen vorbeugen kannst und sehr wahrscheinlich auch bestehende Rückenschmerzen wirklich fühlbar lindern kannst. Wie gesagt, alles, was du dafür benötigst, ist dich selber. Und ja, jetzt zeige ich dir die Übungen, die mir persönlich und meinen Teilnehmern am besten helfen. Für die erste Rückenübung stellst du dich mit deinen Füßen parallel hin. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne, deine Knie sind leicht gebeugt und deine Füße sind hüftbreit. Achte jetzt darauf, den Bauchnabel nach innen zu ziehen und deine gesamte Rumpfmuskulatur anzuspannen. Nimm deine Hände, setz deine Hände auf deinen Oberschenkeln ab. Achte darauf, die Handgelenke nicht auszudrehen, sondern die Daumen zeigen nach innen und du setzt die Hände bequem auf den Oberschenkeln ab. Achtung nicht auf den Knien. Komm jetzt mit geradem Rücken nach unten, soweit du kannst, sodass du mit dem Bauch zur Richtung Oberschenkel runterkommst. Lass den Kopf hängen und komm dann mit rundem Rücken nach oben. Drück dabei die Schulterblätter auseinander. Zieh den Bauchnabel feste nach innen. Dann machst du den Rücken gerade, streckst den Po raus, gehst ruhig ein bisschen ins Hohlkreuz, ganz leicht, und kommst mit geradem Rücken wieder so weit nach unten, wie du kannst. Und rollst den Rücken wieder auf. Einatmen nach vorne, unten. Und ausatmen, rund und hoch. Einatmen, vor und tief. Ausatmen, rund und hoch. Lass dabei die Knie leicht gebeugt. Kopf locker. Einatmen nach unten, ausatmen, Rücken rund, zieh dabei wirklich den Bauchnabel nach innen, drück die Wirbel nach außen und die Schulterblätter auseinander. Vor und hoch. Am besten ganz langsam und gleichmäßig, am besten auch in deinem eigenen Atemrhythmus. Diese Übung solltest du ungefähr zwischen 8 und 12 Wiederholungen machen, dann ein bisschen Pause lassen. Du kannst sie 2 bis 3 Mal wiederholen. Bei diesen Übungen, die ich dir hier zeige, geht es nicht wirklich darum, möglichst viele Wiederholungen zu machen, sondern einfach um die Regelmäßigkeit. Das heißt, wenn du merkst, oh, irgendwie ich sitze schon so lange, meinem Rücken geht es nicht so gut, einfach aufstehen, hinstellen und das ein paar Mal machen, vielleicht 2 bis 3 Runden. Okay, das war die erste Übung zur Mobilisation. Die zweite Übung, die ich dir zeigen möchte, ist zur Kräftigung. Auch hierfür brauchst du keine Matte, das heißt, du kannst sie im Stehen ausführen, eben auch im Büro. Füße parallel, Fußspitzen nach vorne, Knie gebeugt, selbe Ausgangsposition. Bauch anspannen, Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule ziehen, Schultern tief. Jetzt kommst du mit ganz geradem Rücken nach vorne. Wenn du einen Spiegel hast, ist es super, denn dann kannst du kontrollieren, dass dein Rücken ganz gerade ist. Stell dir vor, wenn ich ein Tablett auf deinem Rücken abstelle, dann darf das Tablett nicht runterfallen. Also nicht hier oben und auch nicht hier unten und schon gar nicht den Rücken rund machen, sondern schön gerade, Schulterblätter hinten zusammen, Bauch ist fest und schau nach unten. Also nicht nach oben gucken, denn das gibt einfach Stress für die Nackenwirbel. Schau nach unten. Handflächen zeigen zueinander, Fingerspitzen nach unten, Daumen nach vorne. Und jetzt ziehst du beide Arme lang nach vorne, soweit du kannst. Wenn du kannst, mit den Oberarmen neben die Ohren, ohne dass sich dabei der Rücken bewegt. Und langsam wieder runter. Hochziehen. Und runter. Einatmen nach oben. Und ausatmen tief. Einatmen hoch. Und ausatmen tief. Hoch, kurz halten, Daumen Richtung Decke und wieder tief. Einatmen hoch und ausatmen tief. Auch bei dieser Übung ist ganz, ganz wichtig, dass du sie langsam und kontrolliert ausführst. Ohne Schwung, schau nach unten, achte darauf, dass die Knie gebeugt sind. Stell dir am besten vor, die Füße sind in Zement
und du möchtest mit den Fingerspitzen aber an irgendwas Leckeres drankommen, was viel zu weit weg ist. Also du ziehst weit nach vorne oben und kommst langsam wieder nach unten. Nach ein paar Wiederholungen wirst du wirklich merken, dass du deine Rückenmuskulatur richtig feste gebrauchen musst. Also du wirst merken, dass sie sich anspannt. Auch hier 8 bis 12 Wiederholungen, wenn du schon richtig viel Kraft hast, kannst du auch 15 bis 20 machen. Pause lassen und am besten dreimal wiederholen. Als letztes möchte ich dir noch eine dritte Übung vorstellen. Selbe Ausgangsposition, Fußspitzen parallel, Füße hüftbreit, Knie leicht gebeugt und du kommst wieder in dieselbe Ausgangsposition zurück. Dein Bauch ist ganz fest angespannt, du schaust nach unten, denk an deine Nackenwirbel. Nimm jetzt die Hände in den Nacken, die Daumen kommen an die Schläfen. Stell dir jetzt vor, deine Hüfte ist irgendwie festgenagelt oder festgeklemmt. Das heißt, du kannst den Po nicht bewegen, du musst es hier ganz festhalten. Jetzt drehst du deinen Oberkörper und schaust zur Seite. Halte diese Position kurz, komm in die Mitte zurück und wiederhole dasselbe zur anderen Seite. Drehen und zur Mitte. Drehen und zur Mitte. Drehen und zur Mitte. Langsame, kontrollierte Wiederholung. In diesem Fall am besten ausatmen, nach unten, einatmen, öffnen. Und dann langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben kommen. Für diese Übung gilt dasselbe wie für die ersten beiden, zwischen 8 und 12 Wiederholungen, am besten 3 Runden. Du kannst alle Übungen am Stück machen oder du kannst sie einzeln benutzen. Wichtig ist nur, dass du sie in deinen Alltag einbaust. Diese Übungen sind wirklich effektiv. Sie helfen dir, Rückenschmerzen vorzubeugen und bestehende Rückenschmerzen zu bekämpfen, aber natürlich nur dann, wenn du sie auch wirklich benutzt. Das heißt, mach dir einfach zur Aufgabe, jeden Tag mindestens 3-mal aufstehen, 2 Minuten diese Übung machen und du wirst ganz schnell merken, dass es deinem Rücken extrem gut tun wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du probierst meine Rückenübungen einmal aus. Bitte denk daran, es ist wichtig, dass du diese Übungen regelmäßig machst. Wenn du dazu neigst, es einfach zu vergessen, weil du so im Arbeitsstress bist, dann stell dir einfach einen Timer, 3-mal am Tag aufstehen, 2 Minuten Rückentraining machen, du wirst merken, es tut deinem Rücken gut und vor allem kannst du dich danach auch wieder sehr viel besser konzentrieren. Wenn du Lust hast auf meine kostenlose Checkliste, die dir dabei hilft, deine Wohlfühlfigur zu erreichen, dann klick einfach auf den Link hier unter diesem Video und ich schicke dir meine Checkliste per E-Mail zu. In meiner Gratis-Checkliste findest du alle wichtigen Punkte zum Thema Ernährung, Fitness und Motivation und ich kann dir versprechen, wenn du dich an diese Punkte hältst, dann bist du deinem Ziel schon einen riesigen Schritt näher. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.